dazu. Vielleicht kann ich ja auch noch ein bisschen, liebe Frau Präsidentin, Fortbildung machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Präsidentin, wir haben zu Beginn der Wahlperiode als CDU-CSU-Bundestagsfraktion ein wichtiges Positionspapier auf den Weg gegeben und einstimmig beschlossen zur Modernisierung der Unternehmensbesteuerung in Deutschland. Und Kernpunkt dieses Papiers sind drei Säulen: Wettbewerbsfähigkeit stärken, Bürokratie abbauen und Strukturen verbessern. Und heute setzen wir mit diesem Gesetz aus dem Papier wieder einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands und zur Herstellung der rechtsformneutralen Besteuerung mit der Einführung des Optionsmodells um. Und deswegen ist es ein guter Tag heute im Parlament. Was bedeutet rechtsformneutrale Besteuerung? Es ist unser Ziel und muss unser Ziel sein, dass alle Firmen, ob Einzelunternehmen, ob Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft, gleichermaßen besteuert werden, also rechtsformneutral. Und heute versteuern Einzelunternehmen, Personengesellschaften, der Kollege Fritz Günzler hat es auch schon erläutert, mit 46% im Spitzensteuersatz. Und somit ist wichtige Liquidität entzogen für Investitionen in Digitalisierung, in Modernisierung, in Internationalisierung. Kapitalgesellschaften versteuern ihren Gewinn, der in der Firma bleibt, mit 15% Körperschaftssteuer und 17% circa Gewerbesteuer. Also 32%, also haben damit einen Vorteil von 16% gegenüber Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Und diese Ungleichbehandlung führt dazu, dass dem deutschen Mittelstand notwendige Liquidität entzogen ist, eben für die Investitionen. Und deswegen gibt es hier Wettbewerbsnachteile, die wir heute abschaffen. Aus unserer Sicht sind es zwei Maßnahmen. Einmal die Einführung des Optionsmodells, das setzen wir heute um. Und zum Zweiten aber auch eine Verbesserung der begünstigten Thesaurierung, also für die Gewinne, die im Unternehmen behalten werden und nicht auf das Privatkonto des Unternehmers gehören. Und beides gehört zusammen. Leider konnten wir mit den Koalitionspartnern den zweiten Teil nicht umsetzen, der aber genauso wichtig gewesen wäre. Wir müssen das in der nächsten Legislaturperiode machen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, wir laden Sie natürlich dann auch herzlich ein, dieses Mal es mit uns auch umzusetzen. Ich glaube, was wichtig ist in der ganzen Debatte, ist, dass wir auch von dem Parlament hier aus einmal betonen, dass es nicht immer bei Ihnen, die Debatte war ja heute also sehr emotional und die Unterschiede könnten wirklich nicht größer sein. Wenn man auf die linke Seite des Hauses guckt, Rot-Rot-Grün, dann wird heute wieder gesagt, alle Unternehmer sind Steuertrickser. Der Mittelstand muss höher besteuert werden. Dann kommt die Vermögenssteuer, dann kommt die Vermögensabgabe, dann kommt mehr Bürokratie durch nationale Anzeigepflichten, dann kommt eine Erhöhung der Steuern. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer erwirtschaftet denn die Steuern in Deutschland? Wer hat denn 80% der Ausbildungsplätze? Das sind die Mittelständler in unserem Land und das sind die fleißigen und mutigen Mittelständler. Und deswegen sagen wir von hier ein großes Dankeschön an unseren deutschen Mittelstand. Übrigens, die ganze Welt beneidet uns für diesen Mittelstand. Sie wollen ihn kaputt machen und das lassen wir nicht durchgehen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, man muss sich ganz deutlich anschauen, wer mit welchem Wahlprogramm in diese Wahl geht und wie die wirtschaftlichen Folgen sein wollen. Wenn Sie Geld ausgeben wollen für Kultur, für Soziales, was notwendig ist, für Kinderbetreuung, für andere Dinge, dann muss es ja auf der anderen Seite irgendwo auch in den Haushalt hineinkommen. Und das schaffen wir nicht eben durch Wegnahme von Substanz oder durch höhere Steuern, sondern wir schaffen das nur durch Wachstum, durch Innovationskraft und durch Investitionen in die Zukunft. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Bühne. Gerne. Dann wird meine Zeit länger, das freut mich. Ja, viel länger nicht. Nee. Nein, das ist nicht abgesprochen. Sicher nicht. Ja, normalerweise sage ich ja lieber Sebastian, aber du hast eben gesagt, und Sie wollen den Mittelstand kaputt machen. Ja. Ich will ja hier erklären, dass wir dem Mittelstand viel verdanken, dass wir ihn schätzen, dass wir heute mit dem KÖMOG, in dem wir da zustimmen, essentiell stärken, dass unsere ganze Politik darauf ausgerichtet ist, unser Land zu stärken. Und deshalb fand ich es gelinde gesagt nicht fair, manche hätten vielleicht gesagt, unverschämt, uns zu unterstellen, wir wollten den Mittelstand kaputt machen. Das war eine völlig unseriöse Bemerkung.
In der Tendenz hört man das manchmal und auch die Pauschalierung, dass wir allen Unternehmern Betrügereien unterstellen. Nein, nur den Betrügern, aber die gibt es eben auch. Es gibt aber Leute im Haus, die wollen die Betrüger schützen, und zwar systematisch, und dazu gehören wir nicht. Wissen Sie, lieber Herr Kollege, eigentlich mit den Unterstellungen haben ja Sie angefangen, schon mal mit Frau Kiezel-Tepe, indem Sie gesagt haben in der ersten Debatte, wir sind sozusagen die Lobbyisten der Steuertrickser. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist eine Unverschämtheit. Was wir heute tun, das ist eine wirklich Unverschämtheit, was wir heute tun, und wir hätten es wahrscheinlich nicht hineingebracht, wenn wir nicht so den Druck gemacht hätten, ist ein Optionsmodell umzusetzen, damit unsere Unternehmen mehr Möglichkeiten haben zu investieren. Und wenn Sie die Möglichkeiten dann in der nächsten Periode durch Vermögensteuer, Vermögensabgabe und höhere Steuersätze wieder abschöpfen, dann ist dieses ganze Gesetz heute obsolet. Also Sie müssen schon einen Weg gehen. Nicht auf der einen Seite vielleicht was ermöglichen, weil wir es gefordert haben, sondern auf der anderen Seite schöpfen Sie es wieder ab, damit der Mittelstand eben kein Geld mehr hat. Und deswegen sage ich Ihnen, es ist richtig, wir haben, und das will ich von hier auch mal deutlich sagen, das ist die Antwort auf die Frage, jawohl. Wir haben großes Vertrauen in den deutschen Mittelstand und in die Innovationskraft. Natürlich gibt es überall auch Betrügereien, die wollen wir abstellen. Aber einen Generalverdacht zu machen auf den gesamten Mittelstand, auf die gesamten Firmen, auf die Industrie in unserem Land, ist absolut falsch. Und deswegen geben wir Vertrauen. Wir wollen den Mittelstand stärken. Und das machen wir heute mit diesem Gesetz. Und deswegen bitte ich herzlich um Zustimmung. Vielen Dank.